Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Film. Die folgende Bilder, die ihr hier sehen werdet, ist nichts für schwache Nerven und so hundertprozentig real. Die Aufnahmen sind 100% echt, hier wurde nichts bearbeitet, außer es wurde zusammengeschnitten, aber sonst alles real. Darum bereitet euch fort für die erschreckendsten Aufnahmen eures Lebens. So. Ich bin jetzt drin. Also das hier ist der sogenannte Ghost Hotel. Früher war das ein sehr beliebter Hotel, da man es so eingerichtet hat wie ein Familienhaus. Da sieht man hier mit einem Bett und einem schönen Kissen. Doch eines Tages hat sich in der Rezeption jemand erhängt. Und das sah gar nicht mehr so gut aus. Viele Leute übernachteten hier und erlebten es kaum. Die Polizei hat sie als verschwunden gemeldet, doch der Rest dieser Stadt denkt, dass hier Geister im Spiel sind. Es wurden hier mehrere paranormale Phänomene aufgeschrieben. Viele sogenannte Geisterjäger wollten hier schon die Eier raushängen, aber die hatten es nicht mal eine Stunde aus. Jetzt fragt ihr, woher habe ich die Eier? Tja, ganz einfach, ich habe mit meinen Freunden eine Wette verloren. Und so muss ich eine Nacht hier unten verbringen. Eigentlich mussten das meine Freunde auch tun, doch die sind vor Eintritt dieses Hotels geflüchtet. Und hey, wenn ich das überlebe und ihr das seht, wollte ich euch nur sagen, fickt euch. Sogar ein Ofen. Ach, ein leerer Ofen. Fickt euch. Ach ja, ich wollte noch sagen, ich muss das alles dokumentieren als Beweis dafür, dass ich hier die Nacht verbringe. Mann, ist das langweilig hier. Was war das? Was war das? Ach so, das war ich. Also, toll. Lecker Scheiße. Ach, hier mal was. Und jetzt, das ist das Zimmer. Ich mache jetzt diese Runde schon zum dritten Mal und ja, mich kackt es an. Wisst ihr was? Fickt euch. Ich werde hier schlafen gehen. Auch wenn es keine Decke hat. Zur Sicherheit werde ich noch die Kamera anlassen, falls ich was filmen sollte. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich habe vergessen zu pissen. Verdammt, Leute, es war echt kalt in dieser Nacht, Mann. Verdammt kalt. Oh, großes Badezimmer. Oh. Heilige Scheiße. Verdammter Schrottteil. Wäre noch ein Wunder, wenn das hier gehen würde. Ja. War wohl nichts mit Hände waschen. Okay, das hört sich etwas klischeehaft an, aber was zur Hölle war das? Fuck, warum ist es so kalt hier hinten? Hä? Was zur Hölle, Alter? Verdammt, Leute, ich muss ehrlich mit euch sein. Das war das verdammt gruseligste, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe mich zum Glück etwas erholt. Oh, aber meine Eier nicht. Oh, mir nicht sicher, ob ich jetzt schon gehen soll. Oh. War dieser Stuhl vorhin auch schon hier? Was soll das sein? Oh, Scheiße. Hey, echt, ich berühre hier gar nichts. Warte, das ist doch kein Schaukelstuhl. Was ist das? Ach Leute, gut, ich erstmal nein, die hat mir in die Hose gepisst. Ich weiß nicht, ob ich hier noch lange durchhalte. Alter, wie ist echt langweilig, ja? Also, was ist das in meiner Hand? Schon wieder. Ich habe einen Geisterschwanz angefasst. Ne?
Es ist 5 Uhr morgens, Leute. Ich hab's fast geschafft, in diesem Irrenhaus hier zu überleben. Es ist echt krank hier. Hatte die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ach ja, und ich wollte euch noch was zeigen. Als ich aufgewacht bin, sah ich auf meiner rechten Hand das hier eingraviert. Das ist mein Blutverschwert und hier steht 666. Und nebendran liegen wir eine Art Herz. Es kann nur eines heißen. Ja, das ist nicht, dass es sich hier nicht um Geister handelt, sondern um homosexuelle Dämonen. Und mit denen ist das aber nicht spaßen. Irgendwann mal hat man so einen Geisterschwanz halt eben hintenrum. Und ich wollte euch noch was zeigen. Als vorhin wollte ich schon mal früher rausgehen, weil mir das so gruselig war. Und seht ihr, die Tür ist weg. Eine Mauer. Ich bin von hier reingekommen. Es ist weg. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ob das hier so eine Verarsche ist oder was auch nicht, aber ich habe Angst. Und währenddessen ich die Kamera ausgeschaltet habe, habe ich wieder dreimal in die Hose gemacht. Also, ich muss weg hier. Die ganze Zeit höre ich so Stimmen und ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Diese Scheiße brennt echt. Oh, es ist wieder so kalt hier hinten. Wisst ihr was? Ich riskiere es einfach. Verdammt, lass mich in Ruhe! Verdammt, die ziehen immer den gleichen Scheiß ab. Ich mag echt nicht mehr. Ich mag echt nicht mehr. Ich mag echt. Die Tür! Die Tür! Endlich! Ich hätte wohl was gezogen! Scheiße! Nicht wieder in diesem Scheißzimmer! Jemand hat mich hier gedreht. Das ist der Wichser.